ein bisschen hören von den Seligpreisungen. Und zwar Jesus ein bisschen weiter unten, ziemlich an der Straße, gesprochen hat, wie so ein Amphitheater. Im Grunde hat er dann gesprochen und die Menschen waren sehr weit dann um ihn herum gelagert und hörten zu. Das ist auch eine sehr gute Akustik unten. Hier ist es eigentlich jetzt nicht ziemlich ursprünglich, aber man hat einfach die Kirche hier oben, weil der wunderbare Blick auf den See Genezareth ist, einfach hierher gelegt. Jetzt dürfen wir ein bisschen in den Text hineingehen und in das Geheimnis hineinkommen, das uns in den Seligpreisungen gegeben ist. Also wer mitlesen will, Matthäus 5, 1 bis 12. Und zwar die Bergpredigt geht nicht nur die Seligpreisung, müsst ihr einfach wissen, sondern wie weit geht die ganze Bergpredigt? Vom 5. bis zum 7. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Die ganze komplette Bergpredigt. Da gehört noch viel, viel mehr dazu, wie nur die Seligpreisung. Aber die Seligpreisungen sind letztlich so ein Tor zu diesem neuen Geist, dass du nur in Christus letztlich leben kannst. Du kannst diesen neuen Menschen nicht leben, wenn du nicht die ganze Gnade durch Jesus Christus empfängst und in dich hineinkommen lässt. Und zwar Kraft der Taufe, Kraft der Sakramente und Kraft des Wortes, das ja sakramental ist, Jesus Christus, der gekommen ist. Wer in mir bleibt, das sind die Sakramente, Taufe und Eucharistie. Und wenn meine Worte in euch bleiben, da kommt dieser neue Mensch heraus, den wir jetzt anschauen. Ein weltlicher Mensch kann das nicht leben. Wenn wir also von den Seligpreisungen reden, münden wir in den neuen Menschen hinein, der Christus ist, aber der letztlich entsteht, indem Gott etwas Neues schafft in den Sakramenten mit dir. Ich werde ja machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Ich werde machen, dass ihr neue Menschen seid, der in Christus ist. Ist eine neue Schöpfung. Versteht ihr? So ein Mensch kannst du aus eigener Kraft nicht leben. Das ist ganz, ganz wichtig, als Vorspann, dass er es richtig versteht. Hier spricht Jesus vom neuen Menschen, der letztlich durch die Sakramente, durch das Wirken Gottes, durch die Neuschöpfung Gottes in den Sakramenten neu geschaffen wird. Und der die Gnade alleine erhält durch Jesus Christus. Das ist ein übernatürlicher Mensch, der ganz aus der Gnade Gottes lebt. Und da sind die Seligpreisungen sozusagen diese ganze Beschreibung von diesem neuen Menschen, den er selig preist, den er zu dem er auch sagt, herzlichen Glückwunsch, wenn du so bist. Wenn du diese Gnade jetzt annimmst, du kannst neu werden durch Jesus Christus. Ganz, ganz wichtig. Gehen wir hinein. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Gehen wir in die erste Seligpreisungen. Es ist wirklich auch, man könnte es jetzt so übersetzen, dass ihr es besser versteht, herzlichen Glückwunsch, wenn du so bist. Wenn du dich verändern lässt von Gott.
Weil der Mensch, der in der Erbsünde ist, kann das nicht leben, aus sich. Und das erste Tor der Seligpreisung ist ganz, ganz wichtig. Es ist das entscheidende Tor für alles. Für die ganze Gesinnung und wie du vor Gott stehst, der jetzt mit seinem ganzen Reichtum zu dir kommen will. Das heißt ja, dein Reich komme. Ja, was für ein Reich ist das? Ist es das Reich dieser Welt, wo man sagt, wir haben Reichtümer? Oder was ist das für ein Reich? Sind das Schätze, sind das schöne Autos, sind das wirklich all das, was wir begehren können in dieser Welt, was es so überreich gibt? Oder was ist das für ein Reich? Etwas ganz Neues. Und da steht eigentlich der Mensch, der in der Erbsünde ist, ganz arm vor Gott. Er ist zwar teilweise reich in allem Möglichen, was er äußerlich hat, aber es fehlt ihm etwas, was wir eben durch die Erbsünde verloren haben. Das ist die Gnade. Das ist das Reich, das von Gott kommt, die Erkenntnis, die wir verloren haben durch die Erbsünde. Und da zielt genau die erste Seligpreisung hin. Selig die Armen im Geiste, heißt es eigentlich richtig. Nicht die Armen im Geiste sind, sondern die Armen vor Gott. Wenn der Mensch erkennt, ich bin aus mir nichts und ich muss mich jetzt mal fühlen lassen von Gott. Ich habe den Reichtum nicht aus mir. Ich habe das Licht nicht. Ich habe die Erkenntnis nicht. Ich habe die Wahrheit nicht. Ich habe das Licht nicht. Ich habe auch nicht die Zusammenhänge. Mir fehlt etwas. Ich spüre in mir, ist ein Vakuum, das aufgefüllt werden muss und darf, das nur Gott auffüllen kann. Und so muss der Mensch im Grunde vor Gott stehen, als der neue Mensch, der sich auffüllen lässt vom ganzen Reichtum, das letztlich in der Person Jesus Christus ist, der dich ganz und gar erfüllt, wie es Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Du machst also Gott so Raum, dass er sich in dir verwirklichen kann. Nicht, dass du dich verwirklichst im Sinne der Welt und alles annimmst und dein Ego auffüllst und du nur aufgefüllt bist von dir und von der Welt, sondern jetzt dieser neue Mensch, der lässt sich nur auffüllen vom Reichtum Gottes. Und Gott kann sich ganz und gar verwirklichen mit seinem ganzen Reichtum im Mensch. Dass alles, was Jesus ist, in dich hineinkommt. Und dass du Jesus anziehst, dieses Gewand ganz tief im Herzen anziehst und diesen Reichtum Gottes anziehst in dir, was Jesus Christus ist. Das ist die erste Seligpreisung. Wer so arm ist, also die Selig, die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist das Reich Gottes, das jetzt gekommen ist, indem du nicht den Reichtum der Welt annimmst und alles, was die Welt ist, in dir trägst, sondern dass du den Reichtum von Gott in dir trägst. Und der Reichtum Gottes ist eine Person. Und diese Fülle darf mal hineinkommen, dass du Jesus anziehst. Und der ist selig zu preisen. Der das tut, und das ist der neue Mensch, der alles von Jesus annimmt. Versteht ihr, dass ihr täglich in der Heiligen Schrift lest, dass ihr täglich im Katechismus lest, dass ihr euch auskennt im ABC, nicht nur im Handy auskennt, dass ihr reich seid an allem, was da ist in der Welt, sondern dass ihr euch top auskennt im Wort Gottes, in der Erkenntnis. Dass ihr letztlich, jetzt für die Jungen zu sprechen, auf der Festplatte deines Herzens die ganze Fülle Gottes abspeicherst in deinem Herzen, auf den App Store Gottes gehst und die ganze Ladung der Heiligen Schrift herunterlädst, und zwar in dein Herz.
Das machst du auf deinem Handy. Gehst in den App Store Gottes und dann ist es so, dass du alles runterlädst und dann hast du es auf der Festplatte deines Handys. Jetzt kommt etwas Entscheidendes. Das darf nicht auf dem Handy sein, muss, sondern soll in deinem Herz sein. Und dann ist der ganze Reichtum Gottes in dich hineingekommen. Und dass du es nicht nur hast, sondern dann auch lebst. Und aus diesem Reichtum lebst, dein ganzes Leben umgestaltest nach dem, was Christus ist. Du formst alles durch mit der Erkenntnis Gottes und tust und hörst das Wort Gottes, nimmst es auf, der ganze Reichtum von Gott, und tust es in deinem Leben, in deinem Handeln umsetzen, 1:1. Dann hast du den Reichtum Gottes bei dir angenommen, weil du weißt, du kannst aus dir nichts. Kleines anderes Bild dazu, dass ihr es versteht. Der Weinstock und der Rebzweig. Was empfängst du von Gott? Den ganzen Reichtum, der ganze Saft Gottes, die Erkenntnis Gottes kommt in dich hinein. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht an mir bleibt, könnt ihr keine Frucht bringen. Und der neue Mensch empfängt alles von Gott und hängt ganz am Weinstock dran. Und der ganze Saft fließt durch die Sakramente, durch das Wort Gottes, ständig in dich hinein. Und du lebst aus dem. Und du sagst nicht, hey, ich bin ein Rebzweig, der sich selbstständig macht, ich brauche Jesus nicht, ich habe alles aus mir. Was passiert mit dir? Du wirst ein Rebzweig, das vertrocknet. Du bringst keine Frucht hervor, denn ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Der weiß, ich kann nichts aus mir, der arm ist vollständig in sich. Der schwach ist, der sich auffüllen lässt vom Reichtum Gottes, wie es auch heißt, selig die Schwachen, also rühme dich deiner Schwachheit, damit meine Kraft in deine Schwachheit zur Vollendung kommt. Das ist das Tor zur Seligpreisung. Wer meint, ich bin es, der ganze Egoismus, ich kann alles, ich bin der Beste, ich tue, was ich will und ich brauche Gott nicht, der ist nur reich von sich selbst und reich von der Welt, aber nicht arm vor Gott. Er hat kein Reichtum Gottes, es ist verschlossen, wie Jesus auch sagt, ich preise dich, Vater, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen, aber den Einfachen und Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Es ist verschlossen, der reich aus sich ist. Also die Einstellung der Demut, ich muss mich mal fühlen lassen, ich bin aus mir arm, ich kann gar nichts. Das ist das Tor für den neuen Menschen. Dass alles, was von Gott kommt, durch den Vater, durch Jesus Christus, du aufnimmst. Das ist das erste Tor zur Seligpreisung. Und wenn du das nicht durchgehst, kannst du die anderen Tore gar nicht durchgehen. Du kannst nicht in das hineinkommen, dass du selig gepriesen bist, also beglückwünscht bist, dass du das tust. Weil es braucht dein Wille und deinen guten Willen, dass du sagst, ich spüre ja, was weiß ich denn? Der Sokrates war im Grunde auch so ein Philosoph aus den Anfängen, aus der griechischen Philosophie, der dann sehr demütig war und sagte, je mehr, dass ich weiß ich, dass ich nichts weiß. Je mehr, dass wir noch wissen durch die Wissenschaft, wie alles zusammenhängt, weiß ich eigentlich, dass ich noch nichts weiß. Es ist noch so viel im Grunde zu wissen, aber wer füllt es auf? Und dieses Wissen kann nur Gott auffüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Ganz, ganz wichtig. Als zweites, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was heißt jetzt das? Tut jetzt Jesus die Traurigkeit selig preisen, das den Trauerglos? Ein 3 Tage Schlechtwettergesicht, eine Binse, die sich niederneigt. Tut jetzt das Seligpreisen oder was ist damit gemeint? Selig die Trauernden. Das ist etwas ganz anderes gemeint. Habt ihr mal erlebt, wenn Eltern im Glauben stehen und die Kinder gehen andere Wege, dann leiden sie und sind traurig.
Aber dieses Leiden entspringt der Liebe, weil sie doch auch wünschen, dass der Reichtum, den man selbst angenommen hat, auch bei ihnen ist. Aber du kannst sie nicht zwingen. Das müssen sie selbst, du kannst nur beten. Und so sind wir als Christen, wenn wir den Reichtum aufgenommen haben, also so arm sind und den ganzen Reichtum Jesu angenommen haben, jetzt vor der Welt stehen, vor vielen Brüdern und Schwestern am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, in der Schule, bei den Jugendlichen, bei den Kindern. Und du siehst, die haben den Reichtum nicht. Und du redest und du lebst es vor und sie nehmen es nicht an. Und das bringt eine gewaltige Traurigkeit in dich, die aber aus der Liebe herausspringt, weil du ihnen wünschst, dass sie das Gleiche annehmen, wie du angenommen hast, und zwar diesen gewaltigen Reichtum, der Christus ist. Und da leiden wir alle, wir Christen, mitten in der Gesellschaft, dass wir traurig sind, dass jetzt die Freude, der Frieden, die Barmherzigkeit, die Güte, die Erkenntnis Gottes noch nicht in den Herzen ist. Und wir sehen, wie sie Wege der Sünde gehen, wie sie Wege gehen der Abwege, der Sucht und des Verderbens, des Krieges, des Hasses, des Streites, der Zwietracht und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, geht mal ins Internet, was es da alles gibt. Und wir leiden darunter, weil wir innerlich wissen, Christus ist die Lösung von diesen Problemen. Und wir trauern, warum nehmt ihr es nicht an? Hättet ihr nur erkannt, wisst ihr die Traurigkeit, die Jesus selbst hat bei Domulus Levit, wir werden noch oben hinkommen, wo er weint über Jerusalem und sagt, hättet ihr nur erkannt, was euch zum Heile dient. Ich wollte euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, ihr habt aber nicht gehört. Und der Herr weint über ganz Jerusalem. Manchmal stehen wir als Christen genauso vor unseren Brüdern und Schwestern und haben Trauer und weinen. Hättest du nur erkannt, was dir zum Heil dient, warum hast du diese Fülle Christus nicht angenommen? Jetzt ist er gekommen in der Fülle der Zeit. Aber wir wissen, aus dem, wenn wir beten als Eltern, gehen die Kinder nicht verloren. Wir werden getröstet und der Herr, alles was er bittet in meinem Namen, das werdet ihr erhalten. Aber wir müssen durch. Und manchmal musst du tiefe Geburtswehen leiden als Eltern, als Vorgesetzte, als Priester, wenn du denkst und kommst in die Pfarrei. Pater Andreas, wir kommen in die Pfarrei, mitten aus dem Studium, mit wehenden Fahnen und dann gehst du los und sagst, jetzt bekehren wir alle. Und dann merkst du mit der Zeit, die wollen nicht. Die sagen noch zu dir, hey, es ist gut, wie wir sind. Gleichen Sie uns mal an, machen Sie nicht so einen Stress, Herr Pfarrer Fim. Es ist so, gleichen Sie doch sich ein bisschen uns an, werden Sie so wie wir. Sie machen immer so viel Stress und wollen uns verändern. Aber wir wollen so bleiben, wie wir sind. Aber du bist da in der Pfarrei, um sie in Christus zu verwandeln. Und du redest deinen Mund fußlich und dein Herz fußlich und sagst, Mensch, das ist Christus. Nein, wir wollen so bleiben, wie wir sind. Und du drückst so rein wie ein Wackelpudding und das Ding geht gerade wieder zurück. Du willst ein bisschen verändern und es kommt nichts. Und wisst ihr, was das für ein Leiden verursacht im Herz des Priesters? Wie auch das Leiden bei Jesus, wo er betrübt war